Hallo meine lieben Puzzlechen, ich will euch mal was zeigen. Guckt mal, hier haben sich ganz, ganz viele Künstler zusammengetan hier aus Bremen und Umgebung und haben dieses wunderschöne Bild auf eine Wand gemacht, hier auf eins der Häuser. Ne? Seht ihr da oben die Sonnenstrahlen, wie sie durchs Wasser kommen? Das ist so genial gemacht. Das ist mit Airbrush gemacht. Ich habe ja früher auch mal Airbrush gemacht. Und ich finde das richtig, richtig toll. Und vor allen Dingen, guck mal, die Schuppen, wie die schön dargestellt sind, ja. Und hier unten die Köpfe und dieses alte Wrack, was hier noch liegt. Und hier der Oktopus, seht ihr das? Wunderschön, oder? Ja, das muss ich euch doch mal gezeigt haben, ihr Lieben. Hallo, meine lieben Puzzlechen, ich bin's. Ihr wisst ja, ich war ja erst vorgestern im Action. Und ich habe abends dann noch angefangen zu häkeln. Und ihr seht ja, die drei Farben. Das in der Mitte, das Rosa, das ist ein Knäuel. Da ist ein kleines bisschen übrig geblieben, weil es nicht ganz rumgereicht hat. Die zweite Farbe, das Weiß, ist auch ein Knäuel. Und das Dunklere ist auch ein Knäuel. Also gestern Abend noch fertig geworden. Ihr seht jetzt, das ist jetzt mein Bett hier. Ich sehe das, ja, mein Bett. Und wie, das sind drei Knäule. Ich habe mir vorgenommen, eine große Decke zu machen für mein Bett. Und da seht ihr, wie viel noch zu machen ist. Es ist ja nicht nur bis hierhin, sondern es muss ja ein bisschen runterhängen, ne? Und ja, und das habe ich vor, ihr Lieben. So abends auf dem Sofa, ne? Es geht ratzfatz. Zwei Tage habe ich so ein Teil. Hätte ich jetzt noch Wolle gehabt, dann wäre das natürlich jetzt noch mehr gewesen. Ja, ihr Lieben, das wollte ich euch gezeigt haben. Es geht gleich weiter. Hallöchen, meine lieben Filzfussel. Ich bin's, eure Fussel. Ja, ihr seht jetzt den zweiten Teil. Den ersten Teil, den habe ich euch ja schon gezeigt. Und ihr seht, wie groß die Decke geworden ist. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe ja am Donnerstag, war ich ja mit Ingrid im Action und habe drei Knäule Wolle gekauft. Große Knäule. Und habe die auch am nächsten Tag schon fertig gehabt. Und das war dieses Rosa, habe ich euch gezeigt, das Weiße und das Dunkelrote. Das Dunklere. So. Gestern kam Ingrid und hat mir nochmal sechs Knäule Wolle gebracht. Und davon habe ich jetzt, ich glaube, vier verhäkelt. Ja. So, jetzt habe ich noch zwei dunkle Knäule. Und von jeder ein bisschen was. Als Rest, da mache ich dann so Franzen dran, habe ich mir gedacht. Ne? Ihr seht ja jetzt, wie groß, also das liegt jetzt hier schon ein bisschen auf, weil ja hier diese Dinger liegen. Aber wenn das glatt liegen würde, ne? Also ein bisschen muss ich noch, weil es muss ja auch hier oben hin, da oben hin passen. Da oben, ne? Und hier an der Seite muss es ein bisschen runterhängen, ne? Ja, aber sonst ist doch toll, oder? Was meint ihr dazu, ihr Lieben? Drei Tage, aber es macht wunderbar Spaß mit dieser Wolle, ne? Da kann man viel schaffen, ja. Bis dann erstmal.